Tag allerseits. Wir sind heute wieder im Odenwald unterwegs mit einem Fahrzeug aus dem TechWorks-Fundus, ein 2019er Golf GTI TCR. Und bevor jetzt hier gleich wieder böse Kommentatoren schreiben, ey, wie kannst du den so treten, der ist ja noch völlig kalt. Nein, ist er natürlich nicht. Der Bordcomputer hängt hier hin und wieder mal, was zur Folge hat, dass keine Temperaturen angezeigt werden. Der ganze Fehler lässt sich aber dadurch beheben, dass man das Menü schließt und wieder öffnet. Und dann funktioniert es auch meistens wieder, also nichts, weswegen ich da jetzt irgendwie die Werkstatt konsultieren müsste. Zum Auto selber haben wir ja schon einiges an Video gemacht. Ich verlinke es nochmal unter dem Video. Das heißt, wer sich jetzt dafür interessiert, Leistungsmessung vorher, nachher, Beschleunigung 0 auf 100, 0 auf 200, 100 auf 200, die Vmax und so weiter, der kann das unseren entsprechenden Videos entnehmen. Was wir hier auch reichlich gemacht haben, sind irgendwelche 0 auf 200 Vergleichsfahrten, zum Beispiel mit dem Hyundai i30N Performance, mit dem Honda Civic Type A, mit dem Subaru WRX STI, mit dem Audi S3, mit dem Golf R und ja, ich glaube Focus RS und noch so ein paar Sachen. Also wer sich grundsätzlich für die kompakten Racer interessiert, der kriegt hier eigentlich das ein oder andere an Input geliefert. Zurück zum Fahrzeug. Wie ist so meine Lieblingsabstimmungsvariante im Menü? Ich nehme also bei allen verfügbaren Menüpunkten die sportlich möglichste Variation, außer bei dem Fahrwerk. Da bleibe ich im komfortabelsten Modus. Die Traktionskontrolle schalte ich aus. Das ist so die Kombi, die mir am besten zusagt bei diesem Fahrzeug. Grundsätzlich so nach meiner jahrzehntelangen Erfahrung als Testfahrer und auch auf den Rennstrecken dieser Welt muss ich sagen, mein Fazit bei vielen, um nicht zu sagen bei allen Autos, war eigentlich immer ein bisschen eine weichere Abstimmung mit entsprechenden Federwegen und man ist am Ende doch schneller als mit tief, tief, tief und hart. Und ich weiß, das haben ja auch gleich bei den ersten Videos irgendwelche Leute kommentiert, ey, mach das Ding doch mal tiefer oder so. Nein, das ist nicht meine präferierte Abstimmung und ich bin über die Jahre immer gut damit gefahren. Ist vielleicht nicht das Schönste für die Optik, aber wie gesagt, eine gewisse Spürbarkeit, ein gewisser Federweg, das ist etwas, was ich zu schätzen weiß, gerade weil bei uns mittlerweile auch die Straßen so schlecht sind. Und auch hier bei dem Golf ist es eigentlich so, dass er selbst in der weichsten oder komfortabelsten Abstimmung trotz allem an seine Grenzen kommt, wenn man jetzt irgendwelche größeren Querfugen oder Bodenunebenheiten hat. Und ja, deshalb mag ich die Kombi so am allerliebsten. Auf der Auslieferungsseite hatten wir die Kiste hier mit den Reifnitzfelgen und Pirelli-Reifen. Das war aus meiner Sicht eine sehr ausgewogene Kombination. Da ich aber grundsätzlich ein Fan von den BBS-Felgen bin und die auch ganz schön finde, habe ich hier dann mal die BBS drauf gemacht. Und auf dem BBS hatten wir von Kumho die Reifen. Und da muss ich sagen, das ist tatsächlich eine Verschlechterung. Also jetzt nur auf die Reifen bezogen. Da ist die Kombi mit den Pirellis besser. Ich bin jetzt gar nicht so der große Pirelli-Fan, dass ich die jetzt irgendwie da empfehlen wollte oder so. Aber was mir doch wirklich aufgefallen ist, einerseits habe ich das untrügliche Gefühl, dass der Bremsweg einen kleinen Ticken länger ist mit den Kumho und auch so, dass, mir das von meinem subjektiven Vereindruck mir das Gefühl für die Bremse etwas verloren geht. Und was ich teilweise auch als nervig empfinde, wenn man jetzt schneller durch Kurven fährt, dann hat der Reifen unheimlich schnell die Neigung, so ein gewisses Jaulen und Quietschen an den Tag zu legen, was aber nichts damit zu tun hat, dass man jetzt das Limit erreicht hätte oder zu schnell wäre, sondern der hat eigentlich relativ früh so eine Geräuschkulisse, die jetzt aber nichts damit zu tun hat, dass tatsächlich das Limit erreicht ist. Ich glaube, das kommt jetzt hier im Video gar nicht so gut rüber, aber wenn ich hier so auf meiner Heimstrecke unterwegs bin, habe ich eigentlich ständig jaulende Reifen. Der ein oder andere mag das mögen oder, ja, keine Ahnung, wenn jetzt von außen einer guckt, wirkt das Ganze wahrscheinlich schneller, als es dann tatsächlich ist. Ich persönlich brauche das jetzt nicht und ich muss in dem Fall hier ganz klar sagen, der Pirelli ist die bessere Wahl, aber wie gesagt, das ist jetzt so mein Eindruck, das mag auf anderen Autos wieder anders sein und wir hatten auch durchaus schon Autos mit Kumho-Bereifung, wo mir da jetzt nichts aufgefallen wäre. Ja, das nur mal so dazu. Die Lenkung ist VW-typisch, würde ich jetzt mal sagen. Liefert sie das allerbeste Feedback? Nein, aber sie ist in Ordnung und es ist genügend Feedback da, um mit dem Ding gut um die Ecken zu kommen.
Von daher würde ich sagen, ist in Ordnung so. Kann man durchaus sportlich mitfahren. Das DSG-Getriebe, da bin ich ja eigentlich sowieso ein Fan von. Und ich muss auch sagen, in dem automatischen Schaltmodus finde ich das Getriebe grundsätzlich sehr gut gelungen. Das heißt, wenn man so normal unterwegs ist oder wenn man schnell auf der Autobahn unterwegs ist, dann macht es eigentlich einen sehr guten Job und sortiert die Gänge auch so, wie man es gebrauchen kann. Teilweise ist es halt so, wenn ich hier auf meiner Hausenhofstrecke unterwegs bin, dass ich dann mal den manuellen Schaltmodus brauche, weil es manchmal einfach so ist, dass das, was die Automatik macht, dann nicht unbedingt passt, weil ich irgendwie von der Kurve mal ein oder zwei runterschalten will. Und da muss ich sagen, da ist ein bisschen Delay drauf. Also das stört mich, weil es nicht so direkt umgesetzt wird. Und es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich in irgendeinem Drehzahlbereich wäre, wo er sich da einfach verweigert. Sondern es ist einfach so, das ist so ein bisschen zähflüssig und du kannst jetzt nicht so tak tak runterschalten. Also im Vergleich, im letzten Video hatte ich ja unseren GTR, der kann das also wirklich um Klassen besser. Ja, ich weiß, der Vergleich hinkt und man sollte es nicht vergleichen. Aber mir ist jetzt gerade kein anderes Auto eingefallen, wo es mir so eklatant aufgefallen wäre. Und diese Schaltpedals hier am Lenkrad, die könnten halt auch ein bisschen hochwertiger sein. Das ist halt so VW-Baukasten, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, im automatischen Modus finde ich das Getriebe erste Sahne. Im manuellen Modus, ja, ist es für einen sportlichen Fahrer hin und wieder nicht so auf den Punkt, wie ich es ganz gerne gebrauchen könnte. Aber auch das ist dann doch Jammern auf relativ hohem Niveau und der ein oder andere wird sich vielleicht gar nicht dran stören. Was die Bremsen angeht, muss ich sagen, mit Ausnahme der Einschränkungen, die ich jetzt in Sachen Reifen gemacht habe, finde ich, das ist eine stabile Bremse, auf die man sich verlassen kann. Also ich habe jetzt noch keine Situationen erlebt, wo man sich im Stich gelassen gefühlt hätte und ich würde auch nicht behaupten, dass da irgendwie bei häufigerem sportlichen Einsatz auf der Straße, da jetzt irgendein Nachlassen zu spüren wäre. Also auch da muss ich sagen, Bremse ist aus meiner Sicht gut gelöst. Wie das ganze Auto überhaupt schon einen guten Spaßfaktor hat. Also okay, Sportwagen wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gehängt, aber ist auf alle Fälle ein sportlicher Kompakter und hier so mit den 350 PS, da hat man schon wirklich gut Schub. Und auch jetzt gerade noch so ein bisschen mit der aggressiveren Gaspedallinie, der beißt schon gut rein, der schiebt schon an. Also, ja, was weiß ich, vor 10, 15 Jahren wäre das noch ein richtig guter Sportwagen gewesen von den Performance-Werten. Also, ey, das Auto macht Spaß, ganz ehrlich. Es gibt wenig, was ich da zu bemängeln hätte. Und ich muss auch so sagen, was die Verarbeitung angeht, das ist schon gut bei VW. Du hast also, mit Ausnahme, wenn du das Fahrwerk von irgendwelchen Unebenheiten dann tatsächlich über seine Grenzen bringst, hast du auch so keine Polter- und Dröhngeräusche. Das hasse ich immer an Autos, wenn dann irgendwie was mitvibriert, irgendwie eine Heckablage oder in der Türverkleidung oder am Armaturenbrett. Und das ist hier absolut nicht der Fall. Also ist ein solides Auto, hat natürlich auch einen stolzen Preis. Dass ich lieber weniger Ausstattung gehabt hätte, kein Schiebedach, drei Türe, habe ich gesagt, habe ich schon mal in dem Kaufvideo seinerzeit erzählt. Aber ja, wie gesagt, jetzt ist es halt, wie es ist und es ist ein wirkliches Spaßfaktor-Auto und das Einzige, was einem mit dem Ding schwerfällt tatsächlich, ist langsam fahren. Auch was so die, ja gut, wie gesagt, dieser Overkill an elektronischen Helferlein, den möchte ich eigentlich nicht, ist halt mittlerweile drin. Was willst du machen, wenn dieses Mitteldisplay, Radio, Navi, Bordcomputer-Ding noch ein paar Bedienknöpfe hätte und nicht nur Touch wäre, wäre es mir auch noch lieber. Aber auch das ist natürlich am Ende wieder Geschmackssache. Und ja, im Großen und Ganzen ist mir echt noch nichts untergekommen, was mir jetzt mega auf den Sack geht. Es ist ein zuverlässiger kleiner Flitzer, mit dem ich doch immer mal wieder gerne unterwegs bin und es ist schon tatsächlich beeindruckend, wie er so in Verbindung mit dem Tuning schiebt und ja, wie gesagt, auch zum Thema Traktion bin ich für einen Fronttriebler mit abgeschalteter Traktionskontrolle nicht unzufrieden. Also klar kann man an den Punkt kommen, wo die Reifen durchdrehen, aber ja, das ist alles wirklich sehr, sehr gut beherrschbar und nichts
wo ich jetzt irgendwie größeres Kopfzerbrechen hätte. Also als Fazit kann ich nur sagen, jenseits der Tatsache, dass der ein oder andere sagt, das Ding ist grundsätzlich zu teuer, ist es ein empfehlenswertes, solides, gut verarbeitetes Fahrzeug mit einem gewissen sportlichen Grundeindruck. Und ja, ich kann ihn empfehlen. Bin ich an der Stelle auch schon wieder durch. Das war's für heute. Ich denke, die nächste Odenwald-Tour werden wir mal im Subaru WRX STI machen. Auch ein geiles Gerät. Und dann würde ich sagen, Freunde, haltet euch munter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und rechts wird Gas gegeben. Wiederhören.